Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Wir haben hier beim letzten Mal die Gegend weiter erkundet wieder. Ne? Wir sind ja wieder auf einem Trip, dass wir hier alle Schätze etc. mitnehmen. Nö. Deswegen, ja. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Cool. Auf jeden Fall sind jetzt erstmal die Schätze hier dran. Alter, ist der groß! Habt ihr das gesehen? Was war das? Ernsthaft, was war das? Das war ja Monstervieh! Ah, wahrscheinlich falsch gerendert, ne? Aber trotzdem irgendwie. Ja. Haben wir hier irgendwo ein. Da haben wir ein Boot, das wir kapern können. Ich fühle mich sicherer, wenn wir da mit dem Boot hinsegeln. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich meine, hätte ich gleich beim letzten Mal schon machen können, aber ich war so euphorisch und Part beenden und so. Ne? Aber jetzt sehe ich da hinten, dass da ein Boot ist, deswegen. Let's go! Wir holen es uns, ne? Und dann geht's aber los. Rambazamba auf dem Ozean, ne? Zu 100%. Bin ich froh, dass ich heute noch ein Part aufnehme. Eieieiei. Da habe ich auch wieder erstmal ausgesorgt. Ne, oder habe zumindest erstmal keinen Stress. Ihr wisst ja, ich ziehe ja um. Ne, es steht kurz bevor, wenn der Part rauskommt, also hochkommt, hochgeladen ist, gedünst. Ich meine, hochladen tue ich ihn vorher, aber. You know, wenn er öffentlich wird. Und ja. Ist halt immer stressig. Ich muss dann auch gucken wegen Internet und hast du nicht gesehen, mit rübernehmen, alles, ne? Lies das. Deswegen gucke ich, dass ich da genug habe. Und ich habe ja auch jetzt Trials of Mana angefangen. Und ja. Ne, da wollen ja auch noch ein paar Folgen gemacht werden. Ich habe es jetzt nur eine Handvoll. Ich glaube, drei. Drei Parts habe ich gerade mal. Das sind keine Handvoll, ich weiß aber. Sind es drei Parts? Oh, fuck. Ja, ich schaff's nicht, ne? Oder? Kann ich hier irgendwie. Ich glaube, der Hai ist mir überlegen, oder? Ja, der Hai ist mir überlegen. Wuhu! Ja, komm, lad. Verdammt! Dass da noch so ein blöder Hai. Und der wurde mir auch nicht angezeigt. Ich bin doch extra mit Vogel drüber geflogen. Und nein, ich habe nicht neu geladen, sodass die, ne? Ich meine, der andere Hai wurde ja auch noch angezeigt. Das ist halt direkt im Anschluss. Da ist nichts zwischen den beiden Parts, die ich aufgenommen habe. Da ist direkt durchgängig, ne? Aufnahme. Einmal kurz Aufnahme beendet und dann gleich wieder angefangen. Also, ne? Von wegen, ja, das ist, weil der nicht mehr angezeigt wird, ne? Nein, nee, ist nicht. Der wurde mir einfach konkret verschwiegen. Vom Spiel und vom Vogel. Das war Absicht. 100%. Damit ich nochmal drauf gehe. Ich meine, Hades hat nicht gereicht. Es müssen jetzt auch noch Banditen und Haie sein. Um zu zeigen, wie low mein Können eigentlich ist. Jetzt muss ich trinken. Ich habe gerade einen komischen Geschmack im Mund. Ich weiß auch wovon. Ich meine, Kräuterbutterchips klingt schon echt nice. Ja. Das war es auch schon. Sie klingen nice. Ach nö. Ach nö. Let's go. Naja, wenigstens sind wir noch hier. Stell dir vor, wir hätten das nochmal erstmal wieder dahin reisen müssen. Ich meine, na gut, er speichert, nachdem wir schnell gereist sind. Ach nö. Das gefällt mir nicht.
Das ist nicht gut. Ich meine, ich weiß noch, wo die Dinger sind. Ich brauche jetzt gerade nicht mit dem Vogel hier die beiden Kisten suchen. Ich finde sie bestimmt auch so. So, die eine ist da vorne. Ja, ja. Ich weiß, ganz böse. Ich hau mir nachher auch später selber auf die Finger. Okay? Gut. So, das zweite war da vorne. Ist auch ganz link vom Spiel, ne? Das so zu machen. Moral und so, ne? So. Ja, ja, ich weiß. Ach komm, stellt euch mal nicht so an. Als wenn ihr was gegen mich ausrichten könnt. Solche Noobs. Und genug für ein Dings ist es auch noch nicht. Um da jemanden loszuschicken, ja? Ein Söldner oder irgendwie sowas. Eine Mietklinge. Und dann muss der auch noch erstmal gegen uns ankommen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Tiefen Gewässern. Und wir wollen ja auch nicht ins tiefe Gewässer. Warum ist das heute so komisch? Wo ist es denn? Da sind die beiden Haie. Da ist wieder dieser Riesenhai. Der existiert doch. Ist das euer Scholz ernst? Das ist doch kein Fehler. Oder doch? Bitte sagt mir, dass das einfach gerade nur ein Fehler war. Dass der jetzt nicht gerade wirklich hier unterwegs ist. Dass der dir jetzt nur angeknipst hat, weil der da war und der eigentlich nicht... Also, ne? Dass der einfach nur cineastisch hier ist, wenn man hier mit dem großen Boot... Ne? Ich meine, die sind groß genug. Ach, das war nur ein Piratenschiff. Das war kein Hai. Bin ich froh, dass die mich hier oben nicht angreifen. Das ist einfach dämlich. Ach. Ich wollte ja noch hier die Dingspfeile ändern. Wer hat dir gesagt, dass wir dämlich sind? Ich dachte, er greift mich an. Komm zurück! Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Danke. Mit dir auch. Na komm her. Dankeschön. Ich hoffe, der Riesenhai ist nicht hier. Da ist der eine tote Hai. Und wo ist der andere? Müsste ja auch irgendwo sein. Ich meine, der ist bestimmt schon runtergesunken. Okay. Egal. Ist mir egal. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich den anderen plünder. Mir wahrscheinlich zu gefährlich. Hier rein, ne? Falls der Riesenhai wiederkommt. Der Megadogedöns. Es gab doch so ein Megadodon irgendwie so. Wie hieß denn der nochmal? Dieser Riesenhai, dieser Film. Megadolon? Megadodon? Keine Ahnung. Aber so in der Art. Ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Dieser Horrorfilm mit diesem Riesenhai. Der hat doch einen Namen. Der war gigantisch. Der hatte Ausmaße, die überstiegen alles. Ach komm, wo ist denn jetzt der andere Hai, der abgesunken ist? Okay, ja gut, dann nicht. Wie gesagt, ich habe keinen Bock hier weiter, ne? Rumzueiern, wenn hier noch mehr Haie kommen könnten. Ich meine, da vorne war auch noch irgendwo einer. In dieser Lagune, also...
Safety first. Ne? Ich meine, ich könnte gucken, von welchem Winkel und hast du nicht gesehen, ich den getroffen habe. Hm, ne. Oder war da eine Hai da hier, der aus der Lagune? Gucken. Ne, der ist noch da. Okay. Dem tue ich nichts. Keine Sorge. Okay, was haben wir hier noch? Pelenne Gasthaus. Ich mache jetzt mal das Fragezeichen. Da vorne. Irgendwo. Zum Gasthaus kann ich auch schnell reisen. So. Einmal wieder hier rüber. Das Boot lasse ich da. Können die sich später wieder abholen. Wenn sie sich trauen, hinzuschwimmen. Wenn nicht, dann Pech. Ich meine, wenn das eh nicht seetauglich ist, was haben die das dann hier? Okay. Mich hat keiner gehört. Wir sind safe. Brot? Ich weiß nicht, was für ein Brot. Ich laufe hier nur rum. Ich bin zu Fuß. Ich kenne kein Boot. Aber Brote? Ach, ich fahre mit der Drastea. Die ist doch viel, viel größer. Was brauche ich im Boot? Ihr spielt mit, ne? Immer schön mitspielen. Die lesen die Kommentare. Garantiert. Ah ja. Next one. Mhm. So, was haben wir? Einmal verbrennen. Haben wir die beiden? Befehlshaber und Schatz. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch rankommen. Oh, sag bitte, hier ist so ein... Hier komme ich durch, ne? Hi. Ja, doch. Och, das sag ich auch gerade. Ist doch nicht möglich. Stirb einfach. Ja, so. Ja. Wo ist der Typ? Nee, ernsthaft, wo ist der Typ? Oder hatte der nichts? Ach, der liegt hier. Ach, okay, der hat doch was. Ich wollte schon sagen. Wäre echt ein Armutszeugnis, wenn er jetzt nichts gehabt hätte. Und tschüss. Wo gehe ich hier lang? Schon wieder irgendwo stehen geblieben und hängen geblieben, wo sie nicht bleiben soll. Irgendwie gegen die Wand gelaufen. Gegen den Holzzaun. Ja, ja. Ja, mach ich schon. Ich laufe immer. Ich jogge regelmäßig. Aber nur in Videospielen. Okay, geht nicht. Wo ist denn eigentlich unser Pony wieder? Ja, ja. War klar, dass die uns finden. Bewegung. Nein, ich habe gepfiffen. Genau, Bewegung. Das ist das Stichwort. Ne? Wir hauen ab. Man hat uns nie gesehen. Na, gesehen schon, aber... Ne? Wir sind schneller weg, als Lucky Luke schießen kann. So, ich überhole dich mal, ne? Ist doch in Ordnung, oder? Ja, sehe ich genauso. So. Flipp. Einmal bitte abgestiegen. Was haben wir denn da? Ich habe gehört, hier sind einige Reichtümer zu finden. War wohl eine Lüge, wenn es nur eine Schatzkiste gibt. Und nur diese... Was? Ach, stimmt, es ist ja nur ein Gasthaus. Ups. Ist ja nicht irgendwie... Ja. Moin.
ihr. Tschüss. Ich bin einmal weg. Flipp. Ich liebe die Augen von unserem Pony. So. Das wäre erledigt. Das jetzt auch. Genau, dann können wir jetzt hier ja über, warte mal. Das gehört doch auch noch dazu, ne? Okay, hier rüber und dann, weg. Also doch erstmal wieder in die Richtung. Gut, dann hätten wir den Typen auch mitnehmen können, aber... So ist diplomatischer, ne? Okay. Ja, du darfst wieder, also Pferdchen. Wäre schön. Ah ne, der Untergrund ist dafür nicht geeignet, ne? Sehe ich ein. Würde ich auch nicht wollen. Ja, ja, es lag am Untergrund. Definitiv. Am Untergrund und der Programmierung. Jetzt holt er aus. Jetzt nimmt er Tempo an und wir sind das die schnellste Faust. Wow. Schnellste Maus von Mexiko. So. Ziege hat mich erschreckt. Die Ziege. Ah ja. Ella. Ach komm. In welchen Pixel habe ich jetzt schon wieder gestreift? Weiß niemand, ne? Ja, könntest du mal bitte... Danke. Ja, die Tiere sind genauso bekloppt wie in Valhalla, ne? Hier in England, ne? Genau so bekloppt. Die rennen einen immer vor die Linse. Okay. Wenige Meter trennen uns von unserem Ziel. Ernsthaft? Na dann. Wenn es dann so sein soll. Ach so. Gut. Ich verstehe. Da sind auch die Kleinen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der Große irgendwo da hinten ist. So, das nehmen wir noch im Vorbeilaufen mit. Was ist er denn? Wo ist denn der Wolf? Der sollte doch hier drinnen sein, oder nicht? Bin ich jetzt genauso... Bin ich jetzt bekloppt? Nee, Alpha-Tier. Was ist das Alpha-Tier? Können die klettern? Oder sind die einfach nur nicht runtergesprungen? Das ist eine wichtige Frage. Komm. Eisenbrocken, okay. Hier hoch. Ich meine, es ist ein Wolfsbau. Hier ist nichts. Ohne Wolf. Ernsthaft? Wo ist der Wolf? Ach, hier rechts, hier links lang. So. Sag doch! Mann, ich verirre mich doch hier. Kannst doch Bescheid sagen. Ja, so geht das. Meine Güte. Warum nicht gleich so? Also muss man sich erstmal 5 Jahre verirren, bis man zum richtigen Ort kommt. Ist doch echt wahr. Meine Herren. Noch eine Kiste. Ich nehme gerne Dinge mit. Dankeschön. Ich brauche definitiv ein größeres Lager. So, am besten so ein, warte mal, kann ich eigentlich? Oder geht das nicht? Ich guck mal kurz bei den Fähigkeiten. Wo müsste es denn sein, theoretisch? Hier bei Jäger? Stab, Chancen, Schaden, Bogen. Nö. Alles nur Schaden, ne? Ich hab, glaube ich, schon mal geguckt, oder?
Ist auch nicht das, was ich wollte. Gesamtrüstungswert. Nee, ist nur Rüstung, ne? Mhm. Das wäre auch noch interessant. Gesundheitsbonus, ne, bei angerichteten Schaden. In Höhe des angerichteten Schadens. Also wenn wir jemanden richtig schön fertig machen, dass wir dann da uns selber mitteilen. Chance, den Heimschaden zu ignorieren. Wow. Aber auch nicht das, was ich gesucht habe. Ich glaube, ich habe schon mal danach gesucht, ne? Irgendwie hier die Möglichkeit, irgendwie unser Lager, beziehungsweise unseren, das, was wir tragen können, zu erhöhen. Flammschaden. Brandeffektivität, Feuer, Nachladezeit, Geschwindigkeit. Pfeilschaden. Ach, wir können schon wieder. Na, let's go. Also war kurz davor hier, ne? Hier voll zu machen. Schiffszustand, Schiffspanzerung, genau. Ausdauer und, ja, Deckung, ne? Aber, dass hier mal gesagt wird, oh ja, hier, du kannst jetzt so und so viele Sachen mehr mitnehmen. Das ist aber nicht der Fall, ne? Schade. Ich meine, dieses begrenzte Inventar ist schon echt nervig. Ne? Macht doch kein kein Zwischending. Entweder ihr geht komplett Resident Evil, aber macht da nicht so viele von allen 5000 Stück. Und macht dann, dass man das Inventar besser sortieren kann, dass man das nach Namen sortieren kann, damit man auch die Dinge, die man doppelt hat, wegwerfen kann. Oder zerlegen. Oder gibt einfach, keine Ahnung, wenn schon nicht dem Charakter maximal jetzt hänge ich. Ich habe einen Knoten im Gehirn. Komm schon. Wenn man schon nicht dem Charakter hier, sag schon, unendlich Taschen gibt, dann mach wenigstens, dass das Schiff unendlich Lager hat. Dass man dann da hingehen kann. Skyrim-artig. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Und da dann wenigstens alles, was man hat, lagern kann. Ich meine, es hat Cyberpunk auch besser hinbekommen, auch wenn das Lager da auch scheiße war, aber man konnte jeden Krempel, jeden möglichen Schutt da reinschmeißen und es hat immer noch was reingepasst. Ich meine, es wurde auf 50.000 Wohnungen verstreut und nicht auf ein Schiff, aber who cares? Es war ein unendliches Lager. Ne? Teilweise nur in einem Auto. Von daher, ne? Es funktioniert ja. Komm. Komm. Ja. Auf. Na komm mal her. Doch, ist es. Und da du gerade so schön hier bist... Ja, ja, komm. Hier lang, hier lang. Da vorne war noch was. Nehme ich mal alles mit, ne? Ja, ja. So, ich bin da weg. Ich habe alles. Alles, was ich brauche. Hier nehme ich auch nochmal mit. Jojoa, nö. Nö, nö, nö. Pferdchen. Pferdchen, wir müssen fliehen. Mach dich bereit zu fliehen. Was war das denn gerade für ein Manöver? Pferdchen ist sehr gewagt. So, das gehört schon zu Korinth. Okay. Das hier aber noch nicht. Hätte ich beinahe übersehen. Interessant. Okay, cool. Nächster Halt. Nächstes Fragezeichen.
Bitte steigen Sie nicht aus. Bitte unterhalten Sie sich während der Fahrt nicht mit dem Fahrer. Einmal voll machen, bitte. Was bitte? Ach komm. Leute. Da hat man doch gesehen, dass das aus Versehen war. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ihr hier mitten in der Walachei campt. Ja, ich bin hier gerade mitten auf der Flucht. Ich kann mir doch nicht hier irgendwie, ne, alle zigtausend Lager merken. Vor allem, wenn ich nicht weiß, dass die da sind. Also ehrlich. Come on. Könnt ihr nicht woanders campen? Also ehrlich, immer diese Leute. Gut, einmal hier. Was haben wir denn da? Okay. Wenn ich nur lange genug warte, dann zeigt er mir alles. Oder auch nicht. Na los. Zeigt er mir trotzdem nur die Hälfte und den Rest muss ich trotzdem... Wie zum Beispiel hier Kratos, ne? In Persona. Ich bin hier nur... Ey, ich stehe hier noch mitten auf freiem Boden, ne? Ich hätte noch gar nicht angreifen dürfen. Ich stehe hier noch auf, ne, auf der freien Straße. Ich habe hier nur mal kurz mein Pferd, ne? Achso, das sind die. Okay. Na dann. Haben die mich wahrscheinlich nur erkannt. Ach komm. Verpisst euch. So. Ach so, der wird von denen an... Okay. Die werden jetzt von denen angegriffen, oder wie? Warte, ich will mal kurz den hier wegmachen. Mein Pferd steht da oben. Haben wir, ne? Dann kommen wir hier hin. So. Und tschüss. Das regeln die unter sich. Ich habe angefangen, aber die können das alleine regeln. Das sind erwachsene Menschen und die kriegen das schon hin. Einer wird schon gewinnen. Eine Seite wird sich schon durchsetzen. Schwer, kein bisschen schade um beide Seiten. So. Aber es ist gemein. Sind ja nicht alle Athena böse. Ne? Von woher der jetzt kommt, ist da eigentlich Wayne. Ah ja, danke. Jetzt braucht immer an irgendeinem Dings hängen bleiben, ne? An irgendeinem Pixel. Ah, ich liebe das. Es sieht so schön aus. Ich habe das vermisst, mit dem Skin hier rumzulaufen. Beziehungsweise zu reiten. Wir laufen ja nicht. Das Pferd läuft. Okay, kommen wir hoch? Ja. Ella. Okay, das sah nicht aus, als wenn das gehen dürfte, aber ich bin die Letzte, die sich beschwert. Was ist denn hier los? Kann das auch? Und das hier auch nochmal. Wieso wurde das nicht angezeigt? Hier ist ein Schatz. Naja, ich habe hab ja schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, wenn wir nicht gerade die ganze Karte hier durchkämmen, dass wir ein bisschen was verpassen. Weil Dinge nicht angezeigt werden auf der Karte. Sehr weird. Also manche Dinge werden erst angezeigt, wenn man es halt wirklich, ne? Was dumm ist, weil dafür sind doch eigentlich die Synchro-Punkte, oder nicht? Hab ich zumindest immer gedacht. Klärt mich auf, falls dem nicht so ist. Und warum dann, ne? Ich weiß auch nicht. Ich meine, dafür, wie gesagt, also dafür sollten eigentlich die Synchro-Punkte sein. Es wird immer halt immer noch nicht angezeigt. Hier. Ich finde, sowas sollte angezeigt werden. Also nicht angezeigt, sondern auf der Map sichtbar gemacht.
Nee. Ah ja, okay. Bärenhöhle. Moin. Na, ihr Putzis. Vor Bären habe ich, glaube ich, immer noch am meisten Respekt. Liegt aber auch an Skyrim. Wo die halt die richtigen... Okay. Das ging schnell. Ist hier noch was drin, ne? Irgendwas zum Mitnehmen. Irgendein Schatz. Ja, ein bisschen was. Ne? Ach, da oben. Ach so, ja, cool. Danke, dass man mir das anzeigt. Ach, Mensch, Spiel. Als wenn ich das nicht haben wollen würde. Weißt du, ich sammle alles hier in dem Spiel ein, aber das, genau das will ich nicht haben. Zu 100%. Ich will alles andere haben, aber genau das nicht. So. Jetzt sind wir hier, ne? Ach. Really? Sind wir hier? Ach, das gehört schon dazu. Okay. Näher dran ist keins von beidem. Ich würde dann mal sagen, wir nehmen erstmal das Fragezeichen hier unten. Ne? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Pferdchen! Bleib stehen! Ich komme vor Boss. Komm. Und los. Genau, und los. Lass doch nicht einfach ohne mich abhauen. Die Welt ist gefährlich. Ich muss doch auf dich aufpassen. Du hast Flügel, du bist was Einzigartiges. Hier, Pferdchen. Ich weiß. Ella. Ein Horn hast du auch. Habe ich komplett vergessen. Dabei ragt es dir mitten aus der Stirn. Es tut mir leid. Ich reduziere dich halt nicht auf Äußerlichkeiten. Sage aber immer, dass es der beste Skin im ganzen Spiel ist. Ich weiß. Okay. Einmal da geradeaus. Nö. Ja, dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Genießen wir die Landschaft. Zen-Musik wie im Hintergrund wäre schön. Na gut, wir haben das Pferdegetrappel, also. Komm schon. Ist ja auch irgendwo Musik, ne? Ich finde das meditativ. Und sehr beruhigend. Ja. Aber ich mag auch Pferde. Aha. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Aha, das willst du von mir. Sag das doch. Ich glaube, den Bären kann ich nicht verarschen, ne? Oh Gott, hier ist der süß. Ja, ich weiß. Hör ich des Öfteren? Sind die hier drin? Ja, ich weiß. Das sagen sie auch öfter. Wo bin ich? Was? Haben die sich... Haben die sich gerade selber angezündet? Okay. Das ist interessant. Nein. Okay, kommt hier runter. Ja, ja. Moin, Bär. Wo ist denn das Gefangenenlager? Ach, da.
Ja, ja, du solltest abhauen. Ist, glaube ich, besser. Das haben wir erledigt und jetzt kommen wir hier zum Fragezeichen, ne? Ich rufe gleich das Pferdchen. Ich sehe nur gerade nicht, wo hier der Weg sein soll, den ich gerade gesehen habe. Ach, da vorne wahrscheinlich, ne? Pferdchen, kannst du dich mal bitte beeilen? Danke. Ich wollte eigentlich das Holz noch mitnehmen, aber... Ja, war wohl keine Zeit mehr für. Ich habe extra Dreck gedrückt, aber das Spiel hat angenommen, ich meine nur, dass ich aufs Pferd steigen will. Vielleicht war ich auch einfach zu weit entfernt vom Holz. Ist auch gut möglich. Aber gut. Ne? Dann wollen wir mal zum nächsten Fragezeichen. Ja, gerade sind wir wieder sehr schnell unterwegs. Das gefällt mir. Ne? Wenn man so sieht, wie die Meter so schwinden. Man dem Ziel immer näher kommt. Ja, ja, ich weiß. So. Einmal kurz hier, ne? Übersicht. So. War es das? Los geht's. Okay. Cool. Ja, ja. Was? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Jetzt. Darf ich das hier nicht? Ja. Wo sind wir denn? Hä? Wir sind doch gar nicht im Tal von Olympia. Ich verstehe das nicht. Noch sind wir doch hier drüben. Ja, ja. So oft wie mein Leben schon vorbei sein sollte, ne? Ich mag gar nicht mehr mitzählen. So, hier ist auch noch... Auch noch ein Schatz. So, kommt auch noch mit. Ja, ja. Oh ja, hier ist auch noch was. Ich habe da vorne geparkt, ne? Ja, da vorne. Pettchen kommt uns schon entgegen. Komm, einmal bitte in die Richtung. Wollen wir mal. Ja, ja. Okay. So. Ach, wir reiten in die falsche Richtung. Deswegen. Gut, dann müssen wir einmal hier wieder lang. Moin! Tschüss! Ach! Das ist schon in Ordnung. Glaub mir. Ich bin schneller weg, als ihr gucken könnt. Und dann habt ihr wieder eure Ruhe und ich auch. Ja, komm. Ich bin nicht im Tal von Olympia. Olympischer Frieden. Ihr dürft mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Oder andersrum. Ihr sagt mir nicht, was ich tun darf. Oder keine Ahnung. Ich bin müde. Der Part ist gleich vor. Ist gleich zu Ende. Ne? Fragezeichen. Nur noch das eine. Bitte, nur noch das eine Kapitel. Was? Leserate jedes Mal. Oder wenn man ein Buch schreibt. Nur noch dieses eine Kapitel zu Ende. 30 Kapitel weiter. Oh, das Buch ist zu Ende. Cool. Aus Versehen entweder fertig gelesen oder fertig geschrieben. Huch! Wie? 3 Tage später? Na, wir haben doch erst den 15. Wie, wir haben den 18. Huch! Okay. Ist er das?
Nee, ne? Was ist denn der? Ich meine, da muss doch noch einer mit so einem Extra-Stupsel sein. Ne, you know what I mean? Der mit dem Extra-Stupsel? Ach da, da ist der mit dem Extra-Stupsel. Krieg ich noch hin. Wie gesagt. Nur noch das eine. Dann, ne, machen wir erstmal. Ja. Hat er nicht mitbekommen. Nö. Noch nicht. Okay, hier komme ich nicht durch. Entschuldigung. Geh mal kurz. Okay, warte mal. Warte. Achso. Ich muss mal kurz bei dir meine Ausdauer aufladen. Danke. Okay. Leb wohl. Ich kann damit umgehen. Ich habe allerdings das Lager schon ausgeräumt, also... Ja, ich. Ich gehe noch mal ein paar Meter entfernt, bevor ich aufhöre. Ich fühle mich so sicherer. Zusammen mit Pferdchen, ne? Lassen wir ja auch nicht zurück. So. So, ich denke mal, das ist weit genug entfernt erstmal. Dafür, dass wir nur speichern wollen und den Part beenden. Nö. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder, ne? Wenn wir dann hier, weiter die Gegend erforschen und erkunden und alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Bis dann. Bye.